Wer von euch ist schnell unterwegs? Wer hat ein gutes Movement von euch beiden? Oder von euch dreien? Ich auf jeden. Ich habe gestern ja auch Läufer gemacht, dies, das. Okay. Wir sagen in der Dimension immer drei Symbole an. Das Symbol, was wir nicht ansagen, da musst du hingehen und dem Sion weghauen. Das heißt, wenn wir jetzt Sonne, Kelch, Hunde ansagen, musst du die Axt weghauen. Okay. Weißt du? So, und das muss schnell passieren. Weil machst du das nicht schnell genug, kriegen wir keine neue Barriere dahin gesetzt. Das heißt, wir rutschen durch, das Ding ist durch. Sobald wir da einen Fehler machen, ist das Ding vorbei. Okay. Also das verzeiht überhaupt nicht so. Also Wiederbeleben, sonstigen Scheiß geht nicht. Wenn einer aus der Dimension stirbt oder sonstiges, bevor diese dreimal angesagt worden ist, ist das Thema durch. Dann wipen wir und können sofort von vorne anfangen. Das ist halt der Knackpunkt bei dem ganzen Ding. Wir werden uns ein bisschen einspielen müssen. Also ein paar Tries werden wir auf jeden Fall brauchen. Ja. Ich Und habe dann geht das nicht so First eigentlich. Try wie gestern, ja? Ja, nee, nee, nicht so wie gestern alles First Try. Das schaffen wir dann wahrscheinlich nicht. Aber das wird schon gehen. Gerade ein Exo Okay. bekommen, Löwengebrüll. Wie nice. Kannst du infundieren. Also wenn Ernsthaft? die. Ja, brauchst du nicht wirklich. Löwengebrüll gibt dir Bewegungsgeschwindigkeit. Ach nee, das ist Ein Schuss. Granatwerfer. Ach so, ja. Aber Energiewaffe, witzigerweise. Den kann man spielen. Das Problem bei dem Ding ist, wenn du nicht direkt triffst, prallt das Ding ab und Ja, landet genau. irgendwo. Das heißt, wenn du im Prinzip auf dem Boden vor den Gegnern zielst, bleibt das nicht bei denen, sondern es springt weg und fliegt hinter die Gegner, macht und explodiert dann. Ob es dann noch Schaden macht, ist halt eine andere Sache. Wenn du damit Was spielen kann ich das kannst, denn infundieren? wenn du einen Prospektor hast, hau Herr das da Jammer, rein. du meinst Stufe 5 Lieder Rüstung? Was? Wie meinst du das genau? Also, Ex, wenn da jetzt zwei Vögel dir eine Anfrage hier gesendet haben, die sind dann von mir. Weißt du den Namen gerade von denen? Also Unicron okay. und Firetail. Unicron habe ich schon, okay. Oder ist noch irgendein anderer? Egal, ich schreibe es dann einfach mal rein. Proto, du bist hier, oder? Jo. Du kannst nicht rein, was du hast geschrieben? Ach nee, das war gerade wegen Discord. Ah, Ich okay. wollte nicht verbinden. Weil wenn ich Invite schicke, dann sagt er immer Netzwerkfehler. Echt? Ja. Warte dann. Naja, aber er ist jetzt ja drin im Discord oder was? Oder im Spiel kennt er dich ja oder nicht? Also du Normano, bist kannst. du fertig im Turm? Könnt ihr mal eben kurz was sagen? Hallo? 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 Hallo, hallo? Ja, ich musste euch lauter stellen. Ja, alles klar. Bist du fertig im Turm? Also ja, theoretisch kannst du das schon machen, Ja, Yama. ich bin fertig, auf jeden Ähm, Fall. alle lilanen Also und kurz nochmal eine exotischen kurze Sachen kannst du halt Ansage. infundieren, solange wie du Da willst. Proto den Läufer macht, Also, nimmt er wenn in die der halt gut ist. Dimension, wenn wir da reinkommen, sind da gleich drei Kugeln. Ja? Dann nimmt Proto die Mitte. Aber ich kann es dir gerade zeigen. Und Rumba nimmt rechts und Dante nimmt links. Das heißt, ihr kämpft dann auch im Thronsaal jeweils Dante auf der linken Seite, Rumba auf der rechten Seite. Ja. Wenn einer von euch Titan ist, kann es vielleicht hilfreich sein, da die Bubble einzustellen. Weil das gibt da nachher eine Phase, da kommen ziemlich viele Ads. Das Okay. wird, Du also das ist kannst dann jetzt. schon, da, also da kann man leicht mal verrecken, wenn man nicht aufpasst. Wenn man da vielleicht. So, ich mach mal Desktop-Sound gerade aus, dass du dich nicht hörst. Also du kannst jetzt hier zum Beispiel die Dinger da reindrücken praktisch. Da jetzt das Power-Level natürlich mehr ist, geht es natürlich nicht. Aber du kannst hier für einen, unten steht der Legendary Shards, einer brauche ich dafür. Dann könnte ich die 276, die 285, wie auch immer, hier reinmachen. Das geht. Dann könnt ihr da mit dem Raketenwerfer aufhauen und das restliche Schild runternehmen. Und dann müssten wir so, wenn wir einen 70er, 80er hinkriegen, ist das okay. Das heißt, also ich würde mal schätzen, wir sagen so bei 55 an. Und dann waldert ihr das Schild runter. Dann kommen wir alle wieder rein. Das heißt, wir drei müssen dann nochmal durch so eine Kugel durchlaufen, sind dann drin. Dann kommt nochmal ein Batzen Hunde. Die müssen wir alle runternuken und dann sind da vier Plattformen, aber das erkläre ich gleich, wenn wir drin sind, weil dann kann man das besser sehen. Und dann ballern wir den Typen mal schön in die Hölle. Wie komme ich gerade nicht in den Einsatz rein? Oh. Warte, ich versuche mal zu dir reinzukommen. Stimmt. Oh, aber mein Clan wird mir was angezeigt. Das gibt's ja gar Ja, nicht. sie haben ein bisschen was Echt? getan, oder? Wow. Geschehen nach Zeichen und Wunder.
Bogi? Ja? Ah, jetzt. Jetzt? Habt ihr schwere Waffen? Was habt ihr da jetzt heute so? Einmal, also wahrscheinlich... Raketenwerfer? Dante hat noch seine Sniper, oder was? Hä? Du hast noch deine Sniper, ne? Nee, ich hab gestern was bekommen. Ich hab jetzt Raketenwerfer. Auch den aus dem Raid, oder was? Nee, ich hab Applaus, aber den habe ich jetzt infodiert, 276. Ja, perfekt, das ist gut. Ist ja fast das gleiche. Und ich habe auch Kaltheads dabei. Perfekt. Hey, sag mal, kennt ihr euch mit den genauen, sag ich mal, Gesetzen beim Infundieren aus? Weil ich das manchmal nicht. Ich habe jetzt eine 277er Automatikgewehr in meine Kaltheads gepackt. Jetzt ist die 282. Also nicht, dass ich mich beschwere, aber... Du hast einen 5er Mod drin. Genau. Ah. Also ich habe jetzt auch eine Kaltherz. Deswegen musst du teilweise auch aufpassen, wenn du gerade, ich habe das nämlich am Anfang auch mal vergessen, wenn du eine Rüstung kriegst zum Beispiel, du hast zweimal jetzt, sage ich mal, 280, kann es sein, dass die eine Grundwert 280 ohne Mod hat und die andere 275 mit Mod auf 280 dann kommt. Dann kannst du nämlich die 280er noch in die andere 280er drücken und hast eine 285er. Das ist halt am Anfang ein bisschen tricky, wenn man nicht dran denkt. Ach, wir müssen es ja jetzt nochmal diesmal nicht zu sterben. Geil, ich bin diesmal nicht der Letzte. Chillig. ich werde in die Dimension rechts gehen. Das heißt, ich sage als Drittes an. Ich glaube... Wir müssen das gleich auf jeden nochmal so mit dem Raum einmal. Ja, das erkläre ich dann nochmal. Im Raum gleich noch, ja, genau. Genau, das kommt dann auch gleich alles nochmal. Sonst gerade zu viel Input mit. Ansonsten ist auch irgendwie noch ein 10-minütiges Video, hat der Marco reingestellt. Das kann man sich auch angucken. So, wo müssen wir als Erstes hin? Zur Axt, okay. Bomba, wir beide gehen wieder los. Jo. Ach, hier ist das Symbol. Ich sage, du musst dann bitte auch dein Heal Rift einstellen, ne? Okay. Heal Rift? Okay. Ja, das brauchen wir auch in der Dimension. Diese toten Schädel, wenn die uns treffen, machen die halt auch Schaden. Wir werden wahrscheinlich, also das kann immer ganz gern passieren, dass wir nicht eben kriegen, dann fliegen die halt ins Rein. Leutig ist da. Wah! Schreck mich doch nicht so.
schön, dass man den so einfach triggern kann. Sehe. Ich hol dem Zion. Muss dem Zion sein. Jo, ich hab ihn. Ist tot. Digga, kommt. Oh. Ach, da war ja noch einer. Ja, hab ich nicht gesehen. Oh, fuck. Alles gut. Oh, jetzt tät ja noch nicht. Wow, Glimmer voll. Lohnt sich ja richtig bei mir. Ich hab irgendwie jetzt noch 2000 Glimmer oder so gerade. Was war jetzt in diesen langen, schmalen Gängen, die hier ganz unten waren, die zwei? Was da ist, keine Ahnung. Vielleicht kommen da irgendwo nochmal Prüfungen dazu oder so, ich weiß es nicht. Also es soll ja mit dem neuen DLC... Also das ist jetzt noch nichts, okay. Nee, mit dem neuen DLC sollen irgendwie neue Prüfungen zugefügt werden. Oh Gott, ich freue mich so auf den DLC, ne? Ich warte seit Destiny 1 auf so einen geilen Vex-DLC und endlich kommt er. Destiny 1 war doch schon mit Alex. Ja, ein bisschen. So, kommen Sie ran, junger Mann. Ist auch geil. Diese Salz-Emote, ne? Es sollte eine Dab-Emote geben. Eindeutig. Bam. Ich freue mich auf das Selfie-Emote. Ach, scheiße, nein. Selfie-Stick. Kommt mal alle ran hier, kommt mal alle zur Tür. Okay. Jo, können wir machen. Ihr ballert da gleich nicht auf den Typen, nichts machen bitte. Okay. Könnte auch mein Junior sein, ja. Doch, manchmal. Ich wollte gerade irgendwie einen dummen Spruch über den Dicken da ablassen und sagte, das könnte mein Junior sein. Okay, pass auf, das sind diese Plattformen, auf denen er die Psions spawnen, ja? Und. Wegboxen, ne? Da drüben ist Axt, hier vorne ist Kelch und da oben ist Sonne. Das ist das, wo der Läufer dann im Prinzip, wenn wir das, ne, wenn wir drei Symbole angesagt haben, das, was frei bleibt, muss er umhauen. Das sind diese Plattformen, auf denen die Dinger spawnen. Okay. Gleichzeitig, wenn wir in die Damage-Phase kommen, ja, dann sammeln wir uns hier unten, killen alle Hunde, springen auf die erste Plattform, machen von hier aus mit Energiewaffen Schaden, ja, nichts anderes. Weil alles andere lohnt sich erstmal nicht.
So, dann wird er irgendwann die Hand heben und dann gibt es auch so ein Geräusch. Dann wisst ihr, dass wir wechseln müssen. Dann springen wir auf die Plattform hier, also im Uhrzeigersinn. Auch wieder Energiewaffenschaden. Das sind die einzigen Stellen, wo wir Damage machen können. Hier wird so ein Buff aufgebaut, da können wir uns reinstellen und dann geht das los. Das ist im Prinzip wie in den Bädern, in der Mitte bist du ja in der Damage-Phase. Gleiches Prinzip. Wenn wir irgendwie hintereinander stehen, ducken sich die vorne ja, stehen oder so. Man kann, nee, das geht ganz gut. Also man kann sich so ein bisschen, die ist ja groß genug, stellt sich ein bisschen nebeneinander. Ja. Hier auf den letzten beiden Plattformen schießen wir mit schwerer Munition. Das heißt Raketenwerfer, was ihr da auch drin habt. Hauptsache es macht Bums. Dann wechseln wir halt zur vierten. Gleiches Spiel nochmal, wieder schwere, zack, zack, fertig. Dann ist im Prinzip die erste Damage-Phase durch. Wenn wir das mit einem 70er, vielleicht 80er Buff machen, dann ist er schon zur Hälfte down. Und wenn wir richtig gut sind, dann hat er schon über die Hälfte verloren. Das heißt, in zwei Runden kann man das Ding hier knacken. Das war jetzt gerade der Start, okay. Ah! Ich hab gesagt, wir machen nichts bei dem Ding. Ach so, das hab ich nicht mitgekriegt, sorry. Ja, okay, alles klar. Jetzt einmal ein bisschen rumballern, Muni sammeln, keine Ahnung. Ach Gott. Ja, wenn man ihn in den Kelch wegschießt, fängt der ganze Blödsinn hier an. Noch aber einen Marienkram. Ja, das reicht schon, du hast auch mir nichts verloren. Ja, wir werden BFFs? Nee, seid ihr nicht. Noch nicht. Ihr seid keine BFFs. Noch nicht. Au. Ja, ja, das ist egal. Nicht wiederbeleben, wir müssen eh gleich alle einmal sterben und dann. Also, was, wir okay. Müssten? Ne? Ja, sicher. Wir wollten ja noch nicht anfangen. Ich bin mit der Claire noch gar nicht fertig. Genau, das nächste Mal soll der Noob mal ein bisschen aufpassen. Ja, Rumba, das wäre mal ganz nett. Das hab ich auch echt nicht mitbekommen. Ich hab's voll angesagt, alle haben gesagt, okay. Hast du von mir ein okay gehört? Hast du schon wieder getrunken? Nee, ja, nicht. Ah, so schön. Hauptsache wir respawnen ja, jetzt noch alle. Genau. Wenn wir jetzt spawnen, erstmal. Nichts mehr. Phase, ich muss sowieso erst auf Toilette. Ja, kannst du machen. Kannst du mir ja schon mal sagen, was ich als Läufer außer Psion wegklatschen machen muss? Du unterstützt die anderen beim Metz wegklatschen. Okay. Mehr ist das nicht. Also nicht so ein Oryx-Shit irgendwie rumrennen, irgendwas einsammeln. Nein, musst du gar nicht. Oh, hier kommen jetzt raus aus dem mittleren Tor hier vorne, dann da oben, links an der Seite. Mhm. Zwischendurch kommt ein Dicker raus, den müsst ihr halt runter machen. Wichtig ist halt, dass du wirklich dich. Also du wirst nicht viel mit den Ads machen, weil du musst dich echt darauf konzentrieren, dass du mal rechtzeitig die Dinger wegklopfst. Mhm. Ist einfach so. Das müssen die anderen beiden machen. Umba, deine Seite ist dann hier vorne. So, wer da? Umba kümmert sich hier um die rechte Seite mit den Ads, deckt das alles so ein bisschen ab. Dante quasi dann auf der linken Seite. Ja. Am Anfang ist es relativ... Ja, oder ihr lauft. Auf den Kelch. Oder generell einfach nur linke Seite. Du deckst die linke Seite ab und ballerst an Ads weg, was da kommt. Okay. Damit der Läufer in der Mitte im Prinzip sich frei bewegen kann, ohne großartig unter Beschuss zu sein. Wenn wir das dritte Mal in der dritten Barriere sind im Prinzip, das ist das letzte Mal, wo wir so ein Zeichen... Oder warte mal, nee, wir müssen das viermal machen. Und dann kommen hier ein Haufen Ads. So, das heißt, bei Rumba wäre es halt interessant, wenn er seine Ulti zündet. Einmal alles wegpritzelt. Wenn das passiert ist und wir vorne stehen und die Totenköpfe machen, stellt er sich oben hin, breitet seine Arme aus und fängt an, das Schild zu casten. Wenn diese Arme oben zusammenklatschen, ja, dann ist vorbei. Bis zu diesem Zeitpunkt muss alles durch sein. So, das heißt, ihr stellt euch ungefähr hier hin, wo ich jetzt bin, stellt das Heal Rift hier hin, macht schon mal so zur Hälfte sein Leben weg, also dieses Schild weg. Wenn wir dann ansagen, Schild runter, kloppen, dann haut ihr da mit dem Raketenwerfer rauf, ballert nochmal ein bisschen drauf, dass das Schild noch wirklich zack weg ist. Das ist so ein weißer Balken unter seiner Lebensleiste, das seht ihr dann. Ihr müsst halt wirklich in diesem Heilrift stehen, weil ihr kriegt hier durchgehend Schaden die ganze Zeit, sonst geht ihr drauf. Okay. In der Dimension, wenn wir dann nachher reinspawnen, werden da drei Kugeln sein, wie bei den beim Zirkus-Event. Da müsst ihr dann einfach durchlaufen. Dementsprechend dann... Dante links,
Proto Mitte und Rumba nimmt die rechte Kugel, dass das gleich klar ist, weil sonst klaut euch gegenseitig die Kugeln oder was und dann kommen wir da nicht rechtzeitig durch und dann sind wir auch weg. Wir drei in der Dimension. Wer will als erstes ansagen? Wer will links machen? Was ging es da noch genau mit dem Ansagen? Also auf welche Plattform sie müssen in der hier, ne? Pass auf, du siehst auf seiner Stirn leuchtet immer ein Symbol auf. Das gibt so ein Pling nach jeder Runde und dann wird das leuchtet ein Symbol auf. Für jeden von uns ein anderes. So, der links sagt als erstes an, der in der Mitte als zweites, der rechte als drittes. So, ich werde rechts, ne? Nein, das ist jetzt Dimension. Du bist die hier dran. Sounds war noch aus, jetzt kannst du. Das sehen wir wo in der Dimension, das, wo das aufblinkt? Wo sehen wir das noch? Auf seiner Stirn. Auf seiner Stirn, okay. Ja, gut, dann mache ich links als erstes. Das muss auch wirklich schnell gehen. Wir müssen schnell ansagen, damit er da rechtzeitig hinlaufen kann. Gleichzeitig werden vor uns immer drei Psions spawnen. Links und rechts schießen über Kreuz. Das heißt, ich schieße den linken ab, du den rechten. Der in der Mitte hat es eigentlich relativ gut. Der braucht halt ein bisschen gerade ausballern. Dann werden links und rechts nochmal zwei von diesen weißlichen Ratsmitgliedern spawnen. Die schießen wir einfach weg. Das müssen wir auch rechtzeitig machen. Wenn wir es nicht schaffen, ist das ganze Ding auch durch. Dann werden wir immer an so komischen Barrieren. Das ist so ein Schleier, sag ich mal, ganz klein. Also das ist auf dem Boden von links nach rechts einmal rübergezogen. Da werden wir mal angehalten. Das heißt, da am besten immer in der Hocke sitzen. Und dann immer nach links und rechts ein bisschen gucken, wo wir da längs laufen können. Weil wenn ihr über eine Erhöhung springt, da sind auch teilweise so kleine Rampen oder Ecken oder sonstiges. Wenn ihr darüber fliegt und nach vorne durchgeht, ist das Thema durch. Weil ja, hol dir das mal. Ihr könnt dann zusammen zocken. Werden, aber wir können keine drei Symbole mehr ansagen. Das ist dann am 5. schon der erste DLC. Die Schwerter, okay. Schwert ist geil im PvP. Ich würde sagen, wir probieren das einfach aus. Wir sammeln uns hier oben links in der Ecke mal. Hier fangen wir immer an, die Ads wegzumachen. Die Jungs aus der Dimension können hier gerne ihre Super verbrauchen, damit die Jungs, die hier im Thronsaal bleiben, ihre Supers voll haben. Weil wir brauchen die sowieso erstmal nicht. Okay. Das heißt, dass wir denen dafür mal sorgen, dass die drei immer ihre Supers voll haben. Wahrscheinlich haben jetzt gerade alle Super voll. Wer muss die Super voll haben? Ich habe es gerade nicht verstanden. Dante muss die Super voll haben, Rumba super voll und der Proto. Dafür sorgen wir. Das heißt, jetzt hier in der ersten Ad-Phase, sag ich mal, macht ihr ganz normal Schaden, aber halt keine Supers verwenden. Die braucht ihr nachher für die Ad-Kämpfe. Des Weiteren, wenn wir gleich starten, einer von den Warlocks mal seinen Rift hier hinstellen, damit wir diese kleine Kugel abbekommen. Die hilft uns gleich massig, die ersten Ads wegzukloppen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und dann gucken wir mal. Jo. Verschwenderisch mit eurer Muni um. Die werdet ihr nachher noch brauchen. Ach ja, der macht hier immer noch so ein Sunbeam, das seht ihr gerade, ne? Den müsst ihr halt immer hinter irgendwelchen Ecken ausweichen, dass ihr euch einfach kurz hier irgendwo hinterstellt. Zwischendurch wird er auch noch so eine kleine Sonnenexplosion machen. Das heißt, da wird irgendwo eine Kugel sein, die so eine Sonne schimmert, die fliegt in die Luft, wenn ihr da drin seid. Nichts machen, kein Psion jetzt umhauen. Für jeden Psion, den ihr jetzt killt, habt ihr gleich einen dicken. So, links, Mitte, rechts die Kugel. Wie vorhin angesagt. Habe ich. Da müsst ihr jetzt durchlaufen. Rumba lauft da durch. Rumba lauft da durch. Durch die Kugel. Hier vor dir ist eine Kugel, da läufst du jetzt durch. Kann ich hier drüber hüpfen, oder was? Ja, musst du. Ja, jetzt ist wahrscheinlich schon zu spät, aber ja. Und ja, Stier? Ich hab's nur vorhin noch im Dings gehabt, dass ich da nicht hüpfen durfte. Nee, das gilt nicht für dich, das gilt für uns. Ist egal. Umba ist jetzt tot. Obwohl, ihr könnt ihn wiederbeleben, ne? Ja. Okay, egal. Also nochmal. Wenn wir gleich da drin spawnen, rennt ihr drei gleich durch diese Kugeln. Okay? Das muss schnell gehen. Deswegen diese Aufteilung. Links, Mitte, rechts. Also nochmal. Ja. Naja, muss. Ist das dann immer sicher, dass wir drei da jetzt in diesen komischen Dimensionen kommen?
Wir kommen da immer alle rein. Der klatscht ja in die Hände und alle sind da drin. Und durch diese Absprache, die wir getroffen haben, gehen immer die gleichen wieder raus und die gleichen bleiben drin. Okay. Ah, okay. Mhm. Also wieder oben sammeln. Okay. Ich habe ein Video gesehen, wo ein Warlock auf der rechten Seite allein mit seinem Super macht. Könnte ich vielleicht auch versuchen. Haben wir die Muni gespart? Eichsheim meinst du jetzt, oder was? Hm? Ja, kannst du machen. Auf der rechten Seite das Ding ein, lass mich dann nach vorne treiben, oder was? Nein, du sammelst, du springst jetzt durch diese Kugel durch, dann wirst du automatisch im Thron sein. Achso. Okay. So, Symbol ansagen. Der Kelch. Axt. Und? Ich sehe nichts. Du, Kelch, so Axt, was doch? Und? Wir haben schon Sonne. Ach, fuck, ich bin tot. Egal, wiederbeleben. Und? Axt. Wo ist er? Ich bin gleich da. Nein. Das ist egal, ist durch. Nein, nein, ist durch. Oh. Hier sind beide Punkte. Okay. Ja, wir haben das mit dem Symbol nicht gemacht und im Prinzip war der bei euch die Leute gestorben sind. Das ist halt das Problem. Müsst ihr ein bisschen gucken. Na gut, okay, jetzt habe ich es auf jeden Fall verstanden. Die Sachen, die ihr jetzt ansagt, müssen dann alle drei da drauf? Nein, angesagt wird, machst du kaputt. Da gehst du hin und klatscht den Psion weg. Was nicht, ja, aber das machst du nicht, Dante. Du killst, du kümmerst dich nur um die Ads. Und ich mach die Psions. Ich mach die Psions. Proto macht die Psions, genau. Und ihr beiden müsst da einfach im Prinzip nur Ads killen. Ihr habt eigentlich den leichtesten Job. Okay, super ready. Müssen wir normal machen. Ich hab's so, ja. Super. Ja, man muss es Proto... erst ein paar Mal machen. Dann... Ja, das Eingewöhnungssache ist gar kein Problem. Proto, also alle, die beim Thron soll bleiben, nutzen in dieser Phase bitte keine Super, weil ihr braucht die echt nachher. Hm. Okay. Spiel. Okay. Sobald die Symbole da sind, von links. Kelch. Hund. Axt. Humba, ich mach die kaputt. Hä? Ich bin doch auf der rechten Seite. Nein, ich mach die Psions kaputt. Du sollst nur die Ads kaputt machen. So, Ruhe jetzt. Kelch. Hund. Axt. Hab ihn.
Ansagen. Kelch. Sonne. Und. Und? Okay. Und. Alles klar. Ich bin Ansage, Ansage, Ansage. Hund. Axt. Hab. Okay. Bei uns ist jetzt gleich Totenkopfphase. Okay, wir sammeln uns jetzt mittig. Ich bin tot. Ja, aber die belebt euch wieder. Ach scheiße, das war falsch. Okay. Ich krieg Damage. Komm her, ja, wir müssen ein Schild jetzt machen. Komm her, bitte. Ja. Runterballer mit Energie. Okay, Schild runter. Gut, reicht, 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 nur Hälfte. Nein, nein, Schild runter. Ach, komplett runter. Ja, runter jetzt. Zu spät. Scheiße. Wenn ich sage Schild runter, dann nicht nur weiter bis zur Hälfte sagen. Wenn ich sage Schild runter, bam. So, dass ihr das bis zur Hälfte runterballert, bis ihr von vornherein. Das macht ihr von Anfang an. Und sobald das kommt, sobald die Ansage kommt, Schild runter, haucht ihr das Ding weg. Okay. Alles klar. Wir haben gerade eben nur den Einsatz verpasst. Alles okay. Sobald er das Schild castet, ballert ihr das schon mal zur Hälfte runter, fertig. Okay. Aber soweit war das ja schon mal ganz gut. Wir sind eigentlich easy bis zur ersten Damage-Phase, also bis zum ersten Punkt fast gekommen. Alles ein bisschen, aber das passt. Okay, ich hab alle ready? Muss einer auf Toilette oder so? Ja, das kriegst du ja gleich wieder in der Zeit. Was hast du deine Krone auf? Was ich? Krone der Schirme hast du doch, ne? Ist die nicht höher als das, was du da anhast? Ja, dann bitte die benutzen. Damit durch Nahkampfangriffe lädst du damit deine Fähigkeiten auf. Zone ansammeln, was sie so braucht. Und go. Sonne. Kelch. Axt. Sonne. Kelch. Axt. Leicht. Hab. Das passiert, wenn man Psion zu spät abschießt. Aber Glück gehabt, Alter. Okay. Kelch. Hund. Sonne. Hab. Axt. Sonne. Und. Oh. Ab. Okay, geht los. Okay, Mitte treffen. Ich brauch hier. Shit. Hey, Mann. Oha. Na, das war's dann wohl. Ihr müsst euch, wieso, man kann dich doch mal wiederbeleben, oder nicht? Ja, es ist zu viel, ja, jetzt noch. Ja, dann macht ihr super und rasiert die weg. Kann doch einer da. Achso, okay. Das ist das, wo ich suchte.
Das ist das, wo ich meinte, eventuell ein Schild stellen in dieser Farbe, ja? Oder Rumba schmeißt einfach seine super anrasierter durch. Dafür ist das da. Ja, das also, hebt man ja nicht auf bis zur nächsten Phase oder so. Das, ist super. Das bringt dann nichts. Nein, nein, du kriegst ja im Prinzip, wenn wir nachher wieder Ätzblatt machen, dann wird ja, dann wird schon irgendeiner aus der Dimension seine Super da ready haben. Und dann kriegst du ja deine Kugeln wieder voll. Okay. Ich kann ja sonst, ich nehme mal den Nightstalker rein. Und damit habe ich das Ding sowieso dann instant voll, wenn ich hier am Anfang reinballer gleich. Ja, das kannst du machen, dann machst du gleich die Supers für die. Ja. Also meine Supers gerade nicht ready. Also meine jetzt aber auch nicht, aber nächste Runde dann. Wenn wir in diese letzte Phase kommen, wo die Totenköpfe kommen, der Warlock schmeißt seine Super an, rasiert die Ads weg, der Titan stellt zur Not eine Bubble irgendwo mittig auf diesem Podest weiter hinten, nicht gleich in der Mitte. Also was weiß ich, da wo ich jetzt so hinschieße, kannst du ja die Bubble irgendwie planten, stellst du dich da hin. Mhm. Und setzt halt deine Bubble hin, dann seid ihr ein bisschen geschützt. So, Warlock rasiert da durch. Und dann ballert ihr die weg. Das ist auf jeden Fall machbar. Und wenn, also wenn ihr vom Damage her Probleme habt, dann müssen wir halt mal durchtauschen, dass das irgendeiner andere in die Dimension reingeht oder so. Aber wir können es ja noch mal ein paar Mal probieren. Soweit klappt das ja schon ganz gut. Stier. Sonne. Kelch. Hab. Okay, wir können jetzt schon rüberhüpfen und dann zur nächsten rutschen. Axt. Hund. Kelch. Hab. Marc, du musst rechts auf deinen Zion achten, ne? Also ich schaue Mitte und sonst halt, was ich sehe gerade. Und? Sonne. Axt. Nee, du machst den rechten, Psion. Okay. Hab. Okay, rüber. Hund. Sonne. Kelch. Hä? Ich bin irgendwie rüber. Ja. Hab. Das ist nicht so schlimm, wiederbeleben. Wir müssen jetzt nichts mehr ansagen, wir können vielleicht noch einen kleinen Buff aufbauen. Okay, jetzt Ads weg. Das Licht. Genau. Ja, okay, das. Naja, okay. Das Ding ist ein Vibe, kannst du durchgehen und Vibe sterben. Das ist wurscht. Also, Marc, du schießt den rechten Psion von links aus ab. Und ich mach. Ich bin in der Mitte. Ach so, sorry, dann ist das. Deswegen. Mike, ey. Okay. Entschuldigung, sorry, dann habe ich das gerade verwechselt. Alles gut. Ah, jetzt die Muni noch. Also. Ja, ja, wir können sterben, ist wurscht. Das Thema ist durch. Darauf müsst ihr halt achten, weil die Psions, die steuern uns in die Luft rein und dann sind wir weg. Ach, deswegen bin ich rausgeflogen. Ja, ja, rübergeflogen. Ah, okay. Weil der Psion nicht schnell genug weggeflogen ist. Klar. Also, Alexei, von du schießt den rechten, ich den linken. Ja, über Kreuz machen wir, ja. Ja, ja, aber der rechte, den muss ich immer selber killen. Ach, die kleinen noch, oder was? Ja, genau, sicher. Das geht nur um die. Die Weißen, da ballern wir alle drauf, wie es gerade passt. Es geht nur um diese kleinen drei Psions. Da nimmst du den rechten, ich den linken und Marc macht den in der Mitte. Und die Weißen, die ballern wir nachher so weg, das ist kein Problem. Es geht nur darum, bei diesen kleinen Psions, die sieht man manchmal nicht, wenn sie vor einem stehen. Weil sie halt durch irgendeine Deckung da verdeckt sind, deswegen halt über Kreuz. Alles klar. Okay, let's go.
Scheißding. Ding. Ja, auch so kleine Mini-Racks, oder? Mhm. Ja, wenn die rauskommen. Ja, ja. Das ist ja wie beim Zirkus gestern. Das ist einfach so. Ich mache jetzt super. Sonne und ab. Axt. Hund. Sonne. Sonne. Axt. Kelch. Hab. Kelch. Sonne. Und. Hab. Okay, jetzt brauche ich jetzt der Mephage, Bubble und der Warlock, die super gleich nutzen. Ich mach hier Bubble. Ja, bitte. Okay, mit dich treffen. Ja, dass ich diese scheiß Taste immer drücke, das muss ich echt was bringen. Okay, alles zusammenstehen. Ah, so mein Gott, ich sterbe wegen dem Wichser, das gibt's nicht. Ihr müsst darauf achten, ne? Nehmt dafür auch gerne schwere Munition für die Dicken oder sonstiges. Ihr habt da genug Munition. Langsam das hier setzen, Alexander. Oh, ich bin tot. Krass. Das Schild ist weg. Ja, Schild runter. Wir müssen alle drei tot. Also hier. durch. Okay. Alle drei, alter Leute. Alter Falter, ne? Ja, das ist schlecht. Wenn ihr mit dem Damage ja nicht klarkommt, müssen wir tauschen. So, warte mal, das Schild nicht mit Energiewaffe runterballern, oder? Ist egal, was wir da nehmen. Solange ihr noch genug Munition habt für den anderen Scheiß, ist alles cool. Okay, alle wieder am Leben. Runde weg. Alles klar, erste Plattform rauf hier. Energiewaffen nehmen und auf den Kopf ziehen. Wir haben einen 82er Buff, das ist gar nicht schlecht. Okay, rüber. Wechsel. Leute, wechsel! Okay, wieder Energie. Ich hab gar nicht Baller mit Dings. Ist egal. Boah, ich hab nur noch Schwere, ey. Okay, wechsel. Ach, scheiße. Ich hasse das, Alter. Das war mein Fehler, sorry. Jetzt schwere Munition. Jetzt seht ihr, dass wieder Damage runtergeht, ne? Und wieder Schaden. Okay, wechseln. Und jetzt auf die Brust, ja. Okay, immun, runter. Oh. Hä? Ja, der war immun. War schon immun, okay. Aber ihr habt jetzt ungefähr sehen, wie das abläuft, ja? Ja. Mhm. So muss das sein. Woran sind wir jetzt gestorben, genau? Ihr jetzt gerade an der Explosion. Ihr seid nicht schnell genug runtergekommen. Also wenn der immun ist, auf der vierten Plattform direkt runter.
Ja, dann brauchen wir gar nicht weitermachen. Achso, das war dieser Laser, also dieser Sniper-Angriff da, oder was? Nee, der macht eine Explosion. Okay. Und schießt halt mit seiner komischen Kanone. Okay. Jedes Mal mit dem Bach. Kann irgendwer ein Schild stellen, was mir hier nicht wegen der Nachladezeit im Raketenwerfer nachher. Ah, das wäre geil. Das kann ich machen, ja. Warte, ich brauche unbedingt Muni, ich habe immer viel zu mehr. Der Buff ist übrigens nicht für die anderen. Ja, das geht nicht mit den Titan, dass der für die anderen geht. Der Nachladebuff. Doch, klar geht das. Die müssen sich nur vor dem Schild in Deckung stellen und dann geht es. Ich habe das letztens nochmal genau durchgelesen. Also ich habe das, wenn ich mich beim Titan hinter dieses kleine Schild stelle, kann ich ja, direkt... Ja, nur du. Nein. Du als Titan selber. Nein, wenn ich ein Warlock bin, das... Pass auf. Mach doch mal einfach gerade, genau. So, stell dich einer. Jetzt geh in die Hocke. Genau, so, hast du voll. Aim, schießen, genau. Runter. Das geht. Bei uns geht das letztens nicht. Aber du siehst, dass es geht, ja? Du kannst sogar einfach in Hocke gehen und damit L zielen, dann gehst du automatisch wieder in Hocke. Da brauchst du nicht drücken. Genau, das gilt für alle Charaktere, die sich dahinter stellen. Also einfach dahinter knien, ne? Genau, und dann einfach mit L zielen, dann zielst du automatisch drüber. Ja. Also, ich sag L, also Controller halt, ne? Also bei mir. Also rechte Maustaste bei genau. Je nachdem. Alle ready, muss einer rauchen, Toilette, was trinken, irgendwas? Was? Okay, dann. Oh. Das ist ja verschissene Kelch, so. Bam, bam, bam. Kein bisschen Muni hier getroffen, was soll denn das? Oh. Guck mal hier bei mir auf der Seite. Ja, nee, das ist alles. Ich bin gerade alles am Abgelaufen. Keine Schwere. Ja, Schwere ist nicht ganz so. Okay. Kelch. Hund. Axt. Hab. Okay, rüber zur nächsten. Okay. Nochmal am Fliegen, ne? Alles klar, Wipe. Ist hier was durch. Ich bin über so eine scheiß Erhöhung drüber und dann die nächste Ding so. Ist nicht so schlimm, wir haben glaube ich, nicht so wirklich Munition gerade alle, ne? Ja. Dann ist das so. Aber da müsst ihr halt drauf gucken. Und in der zweiten Runde sind da dann auch irgendwo Löcher in den Böden. Da müsst ihr halt so ein bisschen gucken vorher, ne? Die Löcher sind meistens da, wo jetzt schon so eine Vertiefung auf diesem Weg ist, ja? Okay. Wenn ihr seht, dass da irgendwo jetzt schon quer, wenn ihr gerade rüber guckt, das sieht aus, als wäre da ein Loch, obwohl da noch was ist, kannst du davon ausgehen, dass da später ein Loch ist. Ich weiß halt, dass die rechte Seite da ein bisschen tricky ist und links geht's eigentlich. Ich muss halt nur in der zweiten Runde mich ein bisschen nachher mittig hinstellen und dann passt das. Okay, alle ready? Jo. Dann, hey ho, let's go. Baller weg das Ding. Na super. Also ein bisschen Muni zu sparen, ne? Die ersten Mobs, wenn wir so eine Kugel haben, ne? Ich baller da gar nicht drauf. Okay.
Also du kannst dich links ganz außen hinsetzen, ne? Da kommst du eigentlich relativ easy durch. Mhm. Und? Axt. Kelch. Hopp. Okay, rüber zum nächsten. Und? Axt. Kelch. Hopp. Sonne. Hund. Kelch. Hopp. Hund. Sonne. Axt. Hab. Okay, rüber. Bei uns ist jetzt. Bei euch, Babbel und Superzippen. Gib den jetzt. Okay, Mitte treffen. Alter. Ich dreh durch, Alter. Ich hab das auf der 4. Ich drück den. Ich will das gar nicht. So, dann geht's los. Schild runter. Okay, Schild weg. Schild weg. Zweck. Okay, alles klar, rein. Leute, sowas wie der Dicke da und so, ne? Das müsst ihr alles wegmachen. Nehmt dafür eure Schwere oder sonstigen Scheiß. Okay. Runde so weit runter, hier sammeln. Bei mir sammeln. Und rauf. ...61 ist jetzt nicht so toll, aber schon mal ganz gut. Okay, Wechsel. 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 Gut. Okay, runter. Wiederbeleben. Gleich oben links hinstellen und wegballern. Alles klar, das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Ja, der Buff war gerade ein bisschen low. Wir hätten vielleicht noch ein Tickchen länger machen können, aber ich wollte lieber. Aber irgendjemand hat auch irgendwann gesagt, boah, ich Schild ist weg, ne? Ja, die Dings war ziemlich früh gestellt. Okay. Das High Rift. Bubble hattet ihr auch nicht mehr, oder was? Nee. Okay, normalerweise ist es so, also wir machen die Ansage, wann ihr das Ding runterkloppt, ne? Aber wir hätten da noch ein bisschen was rausholen können. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Einfach jetzt ist erstmal wichtig, dass wir, wenn wir in die Phasen reinkommen, dass wir uns das angucken können und so, weißt du? Von daher ist das schon mal okay. Ich habe nichts. Munition ist echt scheiße, okay. Ich wollte gerade sagen, hier droppt ja arsch viel Munition. Naja, es ist ein bisschen schlecht manchmal. Okay, alle auf Posi, Gogo. Ja, für euch in der Mitte geht's ja noch. Was mache ich eigentlich mit meiner Super so als Jäger? Sonne? Hund! Kelch. Wenn du die anderen damit helfen kannst, hau sie raus. Alles klar. Okay. Rüber.
Axt. Kelch. Sonne. Ab. Hund. Axt. Kelch. Ab. Sonne. Hund. Kelch. Ab. Okay. Bei euch geht's jetzt rund, bei uns auch. Mittig treffen. Ich muss mal kurz die Munition holen, fang schon mal einfach an, ja. Oh, jetzt sieht gut aus mit, ey. Okay. Bubble brauchen wir nicht, ne? Warte. Oh, wir müssen dann erstmal ein Schild runter. Gut, wartet, nicht weiter! Okay, okay. Schild down. Ist. Okay, durch die Kugeln durch. Also ich hab noch meine Bubble, ne? Wenn alles cool, alles cool. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Du stellst auf der dritten Plattform das mit dem Nachladen, gell? Okay, so, go, drauf. Auf die jetzt Brust. Auf die Brust. Brust ist Weak Spot. Wechsel. 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 Aber der ist immun schon, oder was? Ja. Ja. Kann ich das rüber wechseln, oder was? Doch, rauf. Steht bei mir, Achtung. Runter. Eine Runde noch. Top, Leute. Gut. Einmal noch, dann haben wir. Genau, einmal jetzt direkt oben links. Oben links. Die Munition wird langsam echt knapp, Mann. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen. Bei mir echt gar nicht, ey. Hat der Maul, ja, bin ich, ey, ich schieß viel. Außer in der Mitte, so wenn ich Läufer mache, da schieße ich so quasi gar nicht. Also schwere Munition kriegst du ja noch im Band, aber so die andere. Primärmunition ist manchmal echt stressig, das stimmt. Ja. Der Dick hat mich umgekriegt, das Scheiße. Nicht so schlimm. Der ist aber fast im Arsch, ja. Ich kann nicht wiederbeleben. Ich hol ihn gleich. Ihr bewahrt euer Wiederbeleben möglichst auf. Oh, jetzt bitte schaffen, keine Dummheiten machen. Ganz entspannt, konzentriert weitermachen, nicht leben, einfach weitermachen. So. Kelch. Hund. Axt. Hab. Okay. Sonne. Axt. Kelch. Ab. Über. Kelch. Sonne. Hund. Ab. Über.
Axt. Hund. Sonne. Hab. Sehr schön. Letztes Mal bei euch geht's jetzt wieder rund. Okay. Heilige Scheiße. Ich kann nicht wiederbeleben. Kannst du nicht? Nee, ich habe ganz am Anfang ja schon mal wiederbelebt. Ja. Dann müssen wir jetzt erstmal so durchmachen. Kannst du auch nicht wiederbeleben, oder was? Doch, ich kann wiederbeleben. Ja, dann geh hin und belebe ihn wieder. Mach. Halt mich mal ein bisschen, schon mal ein bisschen Schaden aufs Schild machen. Ich habe keine Muni mehr. Nimm irgendwas. Okay. Okay, Mitte kommen. Der gelbe da muss auch noch weg. Das Schild, Schild runter, Schild runter, Schild runter, Schild runter. Ach, die Bubble steht. Oh mein Gott. Schild Bubble weg. Ist da, Leute. Schild weg. Ja, bin dabei. Ist weg. Alles klar, durch. Durch, durch. Ich bin down. Alles klar, die noch wiederbeleben können, die anderen beiden eben aufheben. Aufheben. Ich hole. Ehrlich. Mein Gott, scheiße. Einer liegt hinten noch, ne? Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Warte, ich komm schon. Dann geh, den brauchen wir. Vor allem, wir sind echt gleich durch, ne? Wir müssen echt nur noch ein bisschen Schaden machen. Okay, Hunde alle weg soweit. Okay, sammeln, sammeln. Und rauf. Wechseln. So, bewahrt euch nochmal ein bisschen Schwere und so ein Scheiß auf. Wechsel. Soll ich den Fall... Ah, nein, ich hab keinen. Schon gut. Alter, weiter, 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 weiter. Okay, er castet jetzt nochmal ein Schild. Runterschießen, einfach runterschießen, mit allen drauf, was ihr habt. GZ. Nice! Geschafft! Puh. Sauber! Easy! Gratulation, Leute, das war's. Der Rage. Das war ja geil. Jetzt einmal hier in der Mitte sammeln. Und jetzt alle tot. Wir werden gleich runtergefahren. Nee, war top. Oh, geil. War gut. Ich hab noch so viel Muni, ne? Ich war zu übervorsichtig, ganz ehrlich, Mann. Ich hätte können viel mehr ballern. Das ist schlecht unzuschätzen, ey. Das ist so. Man weiß echt nie, was man kriegt, so an Muni. Genau, ja. Er ist down, wir haben es geschafft, das war ja. Jetzt können wir uns ganz gemütlich die Schlüssel machen, ohne Stress. Darf ich jetzt diesen hässlichen Helm wieder abziehen, ja? Du darfst jetzt diesen Helm abziehen, ja. Aber du solltest darauf achten, wenn du sowas spielst, dass du das nimmst, was dir den meisten Vorteil gibt. Ja. Weil erstens lädt dir das Ding mit Nahkampf halt deine Granate auf. Und auch dein Rift, soweit ich informiert bin, wenn ich das gerade nicht falsch gelesen im Kopf habe. Ja, ich habe ja hier mit dem, ist ja auch Regenerationstempo. Was ist Sparta? Der macht das auch. Ja, okay, dann. Richtig nice. Schauen wir mal, was hier drin ist. Haha. Hässlicher Helm. Achso, und die sind für nächstes Mal hier, oder was? Kommt immer ein neuer dann. Ja, du wisst jetzt, wie viele die noch sind, ne? Geil. So. Ich hab diesen scheiß Helm bekommen, ernsthaft. Hunter Umhang, chill. Oh, der Hunter Umhang. Boah, der Umhang ist ja sexy. Boah, der 300er Brust, Digga. Ich auch, Mann. Nice. Ich auch. Geil. Schön, wenn sich Leute freuen können, finde ich gut. Nice, Leute, das war gut. Was denn mit diesen anderen Schlüsseln, die man noch bekommt? Das machen wir jetzt. Ah, okay. Wir fliegen jetzt einmal bitte in den Orbit, der Leiter, und dann wieder rein. Okay. Und dann müssen wir gleich ein Schalterrätsel machen, dafür muss ich mal kurz die Reihenfolge raussuchen. Jetzt hole ich mir erstmal Equip ab, Mann. Nee, ja, du kannst dir das Busding aber noch in 5er reinlegen, ne? Ja, kannst du machen. Dann hast du eine 305er quasi. Jetzt haben wir auch hier den Händler hier freigeschaltet, ne? Genau, den Benedikt haben wir jetzt freigeschaltet, ja. Und wenn wir jetzt im Prinzip die Kisten erstmal machen, kriegt ihr noch ein paar Token dazu. Das heißt, ihr geht nachher ungefähr mit 40 Token heraus. Und dann könnt ihr halt im Prinzip
Und aus den Kisten kriegt er halt auch ein Exo, manchmal sogar zwei Exos. Wo kannst du denn die Token einlösen? Bei Benedikt zeige ich euch nachher einen Turm. Ach so, ein Turm ist ja. Mhm. Alles easy. Also wieder rein in Dingens. Jetzt wieder in den Raid einmal rein, genau. Und dann muss ich mal kurz rausgehen. Ich bin mal kurz pinkeln, jo. Jo, jo, bis gleich. Kein Stress, jetzt haben wir Ruhe. Ich kann nicht starten. Wieso nicht? Ah, steht Launch, aber ich kann nichts anklicken. Ach Gott, dieser eklige Bug, Mann. Ja, dann gib mir mal Leiter. Ja. Das funktioniert nicht. Geht das nicht? Müssen wir die Gruppe auflösen, neu machen, oder was? Ja, das ist schon, ich hatte das schon mega oft und irgendwie kannst du das Spiel neu starten oder einer fliegt rein und alle anderen joinen hinterher. Also einer geht raus, fliegt vor und alle anderen joinen hinterher. Das funktioniert dann in der Regel. Ja, dann gehe ich mal aus der Truppe raus und guck, ob das geht. Das sollen die mal lieber fixen, ey. Ja, okay, kannst mir joinen mit der Gruppe. Ich bin auf dem Weg. Okay. Also bei mir bist du noch im Einsatztrupp. Ja, bei mir auch. Ich fliege hier gerade solo auf das Ding. Nee. Okay. Du bist doch noch Leader. Jetzt bist du weg. Ah, jetzt bist du weg. Okay, Schalterrätsel. Fireteam joining disabled steht hier. Jetzt. Oh. Jetzt. Ja, weil ich noch im Ladebildschirm war, ist klar. Alles klar. Okay. Ach, das freut mich, ey. Das hat echt gut geklappt. Patch, scheiße, das war nicht mal lang. Das war echt gut. Bis zur Einspielungszeit ist immer dabei. Also, wenn ihr nächste Woche wieder Bock habt oder diese Woche noch einen zweiten Charakter durchziehen wollt, so am Wochenende oder so, können wir gerne den Raid nochmal spielen. Mit einem anderen Charakter dann. Schon. Dann Warlock braucht noch 50 Lichtlevel dann. Boah, ich glaube, das schaffe ich nicht bis zum Wochenende. Muss ich erst bis nächste Woche warten. Aber am Wochenende könnt euch das von Trials Dienstag ist, glaube ich, Reset, ne? Ja. Genau, richtig. Ja, ja. Also das Ding ist, ihr könnt euch das Level mit den Twinks könnt ihr euch easy machen. Ne? Ihr holt euch Baxone Rüstungsteil auf 270 für den jeweiligen Twink. Schiebt eure Raid-Waffen, also die Waffen, die am höchsten sind, schiebt ihr auf den Twink rüber. Dann ist das schon mal 230, 240, je nachdem. Mhm. Damit macht ihr euch das erheblich einfacher. Jetzt einmal hier runter. Dann kriegt ihr auch die Level ratzfatz zusammen. Also ich habe hier so einen Twink ein paar Stunden auf 270 gezogen. Das ist total easy. Ja, ich habe auch einfach nur meine Waffen rüber, bin jetzt 210 oder 220. Dann okay, pass auf. Jeder stellt sich jetzt erstmal an so einen Schalter. Ich sag die Reihenfolge gleich. Und noch nichts machen. Jeder einen Schalter, bitte. Das sind 6 Stück insgesamt. Immer 2 an der Säule. Okay, pass auf. Exolus ist die 1. 1, 5. Aixai die 2. Rumba die 3. Dante die 4. Proto die 6. Und ich folglich die 5. Habt ihr euch die Reihenfolge, habt ihr euch eure jeweilige Zahl gemerkt? Jo. Mhm. Gut. 1 fängt an gleich, sagt 1, dann sagt direkt, also dann macht direkt 2, sagt seine Zahl, sodass wir dann durchgehen, weißt du? Schon Hebel ziehen auch. Hey, können wir das falsch machen? Ja, wenn wir, wenn jetzt irgendeiner meint, seinen Hebel schon drücken zu müssen, während ein anderer das macht und er noch nicht dran ist. Also 1 fängt an, dann 2, dann 3, dann 4, dann 5, dann 6. Und immer ansagen, wenn ihr drückt. Also, wenn 1 drückt, dann sagt direkt 2 an und drückt. Ja? Und immer so weiter. Okay. Alles klar, fang an. Also, ich fang an. 1. 2. 2. Okay, warum haben jetzt gerade 2 Leute 2 gesagt? Okay, nein, Gott, sorry, ich war die 3. Ja, okay. Oh Gott. Nochmal. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Was ich gerade so schlecht gemacht habe. Nochmal. Okay. Also. 1. 2. 3.
4. 5. 6. Mein Hebel wurde aber nicht gezogen, warum auch immer. Ja, meine. Du gedrückt halten. Ich hatte ja schon, dass sie offen sind. Probieren wir es nochmal. Okay. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Meiner ist wieder zurückgegangen. Ist die Reihenfolge falsch oder was? Also laut Internet ist das 1, 5, 3, 2, 4, 6, warte mal, 1, 5, Bumba ist die 3. Okay, anders, du musst ihn komplett festhalten, die ganze Zeit. Kann das sein? Ja, kannst du nicht. Probier das aus. Okay. Einfach E gedrückt halten. Dann. Genau, einfach festhalten. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meiner ist wieder zurückgegangen. Ja, meine geht auch zu. Bleib mal hier, ich will mal eben gucken, vielleicht haben wir das auch schon auf oder was. Ich guck mal eben schnell. Es kann auch sein, dass hier Reihenfolge hier einfach falsch angegeben ist. Oder was ich weiß. Hier ist noch zu, alles klar. Ja, das sind die Rätsel in Destiny, ne? Aber dafür ging der Boss relativ easy, würde ich mal sagen. Ah, so. Also. Nochmal. Start. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Okay, warte mal. Vielleicht andersrum? Nee, das ist die Reihenfolge, die hier so steht. Ich kann nochmal was anderes, eine andere Seite probieren. Vielleicht ist es da anders. Oder drücken wir vielleicht zu schnell? Also nee, ich sag eigentlich erst einmal an, nachdem ich betätigt habe. So. Okay. Ja, wenn bei mir der Kreis rum ist, sag ich auch erst an. Ja, dann sag ich doch mal auch an, wenn der Kreis rum ist. Nee, ihr sagt direkt an. Dann machen wir es langsam. Ja, ihr macht es echt zu langsam. Ja, ihr müsst das direkt ansagen. Okay, also nochmal. Also Start. 1. 2. 4. 5. 6. Bei mir hat der Hebel wieder nichts. Bei mir auch nicht. Bei wem nicht? Welche Nummern seid ihr? 6. 2. Also bei euch dreien geht gar nichts, oder was? Und doch, der geht runter und direkt nach hoch halt. Bei mir ging gar nichts. Bei mir ging er auch nicht. Also bei mir auch. Ist er runtergegangen, aber ist wieder hoch dann. So, probieren wir es nochmal. Was steht hier? 1, 5, 3, 2, 4, 6. Was sagt der andere? 1, 5, 3, 2, 4, 6. Der sagt das gleiche. Nee, warte mal, ich bin die 4. Ah, dann bin ich die 5. Oder was? Ja, warte mal. Ja, es sieht so aus. 4 und 5 müssen wir tauschen. Also ich bin die 4, du bist die 5. Okay. Dann nochmal. Okay. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ist wieder hochgegangen. Bei mir hat sich wieder nicht bewegt. Bei mir wieder auch nicht. Was für eine Scheiße. Ich drücke den einmal kurz so, mal gucken, was passiert. Jetzt wollte er gehen. Bei mir tut's. Ah, jetzt auch, okay. Ah, warte. Also, er macht's wirklich nicht jedes Mal. Jetzt macht er's wieder nicht. Okay, jetzt probieren wir nochmal eine andere Folge. 1 bleibt 1, 4 bin ich. Rumba ist dann die 3. Ist egal. Exai wäre dann die 5. Dante die 2. Proto bleibt die 6. Habt euch das gemerkt? Mhm. Alles klar, Start. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jetzt. Ah. Hier wird auch alles unten geblieben, okay. Wie bescheuert, Alter, ehrlich. Zwei verschiedene Reihenfolgen zeigen die an. Vielleicht gibt's ja. Vielleicht wechselt das immer. Die mal die, genau. Das kann natürlich sein. Aber egal, jetzt haben wir es wenigstens offen. So.
Ihr braucht jetzt nicht durch diese Röhre durchschießen, ja, weil dann kommt ihr zu hoch. Starten jetzt von hier. Jetzt gibt es auch so ein kleines Sprungrätsel, was aber echt billig ist. Ich werde sterben. Okay, viel Spaß dabei. Hier ist der Eingang. Ach, wieso konnte ich das? Oh nein! Wer hat gelacht? Okay, ich bin der gefallen. Naja, wir müssen auf jeden Fall da komplett einmal geradeaus durch. Soll ich mich jetzt auch hier schnallen? Du kannst auch warten, dass sich einer wiederbelebt. Ist aber wenigstens solidarisch gewesen. Pfeif auf die Prüfung, die da. Alter, wer schießt mich denn da weg, Leute? Ganz ehrlich, wenn einer vor euch ist, dann könnt ihr doch kurz warten. Okay. Alter. Ja, willkommen im Move-Filter von Destiny. Ich hasse so welche. Ich spawn immer weiter hinten, ey. Kein Druck oder so, ne? Gucken alle auf dich. Kein Problem. Ich bin da. Das ist kein Problem. So, warte mal, welche Schlüssel haben wir? Haben wir nicht alle sogar? Wir haben alle die gleichen. Nee, es gibt mehrere, wir haben jetzt drei davon. Ey, warte mal, meine Schlüssel. Leitungsschlüssel, Bewässerungsschlüssel und Abflussschlüssel. Ah, nee. Es ist toll, dass wir das immer auf Englisch schreiben, die Vollidioten. Okay, tricky. Also, Leitung bei 924, Abflusstransfer. Okay, das ist nämlich das, was ich auch absolut nicht weiß. So, fangen wir mit dem Leitungsschlüssel an. Das kurz angucken. Ja, das sieht schon sehr seltsam aus. Ach, ist ganz cool. Tanzen? Ach so, ja, tanzen ist auch toll. Warte, ich mache eine Disco-Kugel. Warte, ich habe eigentlich habe ich besser. Hier geht das also man kann diese ganzen Schalter auch solo bedienen, wie ich das hier gerade sehe. Also man hat wohl doch Zeit. Der Typ macht das hier komplett alleine gerade, ist ganz lustig. Ach ja. Die Leute Langeweile haben, ne? Ja, danke. Okay. Erster Schritt. Hier die Turbine aktivieren. Jetzt springt ihr alle mal schön hier oben ins Licht. Ach ja, zack. Kopfnuss. Okay, lass ich mal weiterlaufen. Scheiß Video geht 5 Minuten. Dann geht er links rum. Nochmal links. Spiel Papier, Schere, Access Box.
Ah ja, schön, okay. Zack. Wir folgen. Gleich kommt was richtig Lustiges, ihr werdet alle so kotzen. Ich freue mich schon. Komm schon. Ich will keine Britzellaser. Ja, hier muss man immer so ein bisschen, es ist so ein bisschen scheiße gemacht, dass man mit den Dingern interagieren kann. Okay, jetzt geht das auf. Hier wäre jetzt der Triebwerksschlüssel. Hier sind immer so, okay, pass auf. Ihr seht diese Ventilatoren, ja? Wenn die sich drehen, wenn die sich drehen, schießen die schießen euch in den Tod. Also ihr müsst immer abwarten, bis so ein Ding sich nicht mehr dreht. Hinter hier so ein Ding. Ja, viel Spaß. Okay. Oh. Ach so, zack, zack, okay. Zack, 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 zack. Ach, da hilft. Ist nicht klug, wenn alle hinter ein Ding wollen. Ja, ja. Okay. Vor allem, jetzt kommen wir auch schon wieder erzählen. Ja, das ist, weil wir hinten das Ding ausgelöst haben. Ihr könnt jetzt ein bisschen rumballern, aber dann ist das alles. Da vorne sind so Schaltkästen, da kann man die Dinge auch deaktivieren, wenn man nicht schnell genug ist. Lalala. Tschüss, Marc. Der stirbt auch noch, ey. So, Proto ist durch, Dante ist durch. Ich brauch noch nicht. Ja. Ja, okay, das ist richtig jetzt. Ich merke das jetzt schon, Mann. Das ist geil, ne? Ich habe euch also nicht zu viel versprochen, das ist schön. Ah, diesen Schaltkästen, da wo ich hinschieße, ja, da kann man diese Ventilatoren deaktivieren. Hä? Wie lange? Naja, wenn der anfängt sich zu drehen, kannst du das Ding drücken. Und dann komm mal nicht durch. Ja, du stehst ja auch vom Rotorblatt. Scheiße. Ich bin da richtig gegen geslidet. Ja, bleib, ich hol dich. Warte mal, ach, warum What? Dreht der? Geil, Alter. Ey, bei mir dreht keiner und ich bin trotzdem. Ich auch. Ja, ich weiß. Hey, es ist einfach buggy. Es ist nicht mal ein bisschen. Ja, geil. Oh, wer hat sich diesen Scheiß einfallen lassen, Mann? Bungie. Okay, stopp, ja. Stopp, er dreht sich doch. So, jetzt, zack. Mach lieber nur einen Schritt oder was, anstatt irgendwie, weißt du? Ihr seht diese Schaltkästen, ne? Da kann man die Dinger deaktivieren. Hm. Nein! Ach fuck, Alter, weil ich dir helfen wollte. So, Ja, wie es halt genau dann angeht, ne? Das ist so eine okay. Also hier in der Mitte. Ganz kurz, ne? Einfach weiter. Ja, ja, das ist doch völlig. Ja, wir sind ja gar nicht hier. Das ist noch gar nicht unser Schlüssel. Wir wollen jetzt zum Leitungsschlüssel. Aber hier kann ich schon aufmachen? Nee, du hast ja den Schlüssel dafür gar nicht. Ach so. Ja. Ah, immer diese Loot-Geier. Ich versuche es irgendwie. Ja, warte. Lauf jetzt. Ich mag solche Sachen, ja. Lauf, okay. Warte, hinten, der zieht. Ja. Nee, du kriegst immer nur vom vorderen Druck. Der hätte das dann egal. Lauf. Okay. Gut. Das war jetzt hier zu weit gewesen, aber was gemacht haben. Warte. Okay, laufen. Oh, aufpassen. Okay, weiter. Go. So. Ja, guck mal, so eigentlich ganz einfach. So, jetzt muss ich mal weiter gucken hier, was passiert, wenn er da durch ist. Da stirbt er jetzt auch. Nee. Also der Typ macht das hier alles im First Try. Ah, hätten wir genauso gut geschafft. Ja, natürlich.
So, der hat es jetzt auch geschafft. Okay. Dann macht hier unten den Kasten kaputt. Alles durch rechts rum. Und durch den Thronsaal. Okay, das reicht jetzt. Gut, hier ist so ein Aufzug wieder rein. Hier da rein. Jo. Jo, geil. Ist wieder runtergeflogen, oder? Ja. Oh, hä? Tschüss. Ja, da muss ja das Ding halt irgendwann aufzuballern. Da muss du unten den Kasten machen. Oder so. Ja. Alles klar. Wie ihr seht, sind wir jetzt quasi hier wieder beim Thronsaal. Also man kann diesen Raid auch machen. Nach der ersten Prüfung kann man auch durch den Bauch des Schiffes zur nächsten Prüfung gehen. Dann spart man sich das Freispiel. Auch das geht. Ach, das waren übrigens die Gänge, die ich vorhin meinte, bevor wir zum Boss gegangen sind. Naja, das hast du wahrscheinlich dann irgendwo anders dann gesehen, dass sie das so freigespielt haben, ne? Nö, das habe ich vorhin gesehen, als wir hier hochgegangen sind. Ach so, ja, ja. Das sind diese... Rennt auch im Weg, ey, alter Falter. Na gut, so, also hier hoch. Wieder ein kleines Sprungrätsel. Ja. Läuft. Ja, ja. Es ist halt manchmal mit man. Darf halt nicht irgendwie immer hinter einem direkt hinterherlaufen, immer so ein bisschen einzeln, dann spickt man sich auch nicht im Weg. Wo ist denn unser Führer? Er kommt hinter euch, aber lauf ruhig vor, ist schon okay. Ihr werdet also, schon... Können wir schon aufmachen, die Tür oder was? Was? Was ist denn so eine scheiß Tür? Warte mal. Warte. Ja, das sieht ganz gut aus. Wächter. Ja. Wir müssen quasi hier jetzt nachher. Einer bleibt bitte hier oben nicht kaputt schießen, danke. Einfach mal nichts machen. So. So. Einer bleibt bitte hier oben stehen. Wie sie alle hier schreien. Ja. Das Ding ist, dass wir diese Dinger da quasi gleichzeitig kaputt schießen müssen. So, wir gehen jetzt erstmal fünf Leute gehen hier runter, einer bleibt oben stehen. Okay. Wir müssen jetzt einmal die Ich bleib oben. Alles klar. So, Raketenwerfer, ja, ne? Ich? Ja. Ja. Alles klar. Wir gucken uns jetzt einmal kurz an, wo die Viecher überall stehen, ja? Also, wir haben vier also, Stück sehe ich jetzt von hier. Ja, pass auf, Delta macht Exolus. Der hier ist ein bisschen tricky. Warte mal. Wer will? Ich kümmere mich um Gamma.
dann sind nur noch die beiden, oder was? Alpha ist hier noch. Warte. Das sind immer vier Stück. Ja, okay. Pass auf. Alle mal zu mir, die jetzt hier unten sind. Wir starten gleich aus dieser Tür hinaus, ja? So, dann können sich im Prinzip zwei, können sich schon mal ganz entspannt hier hinstellen, so. Dann in Position gehen, ja? Dann geht's im Prinzip, einer macht die hier Alpha gleich weg, einer macht dann Beta weg. So, der Rest, das bin ich dann, glaube ich, muss dann im Prinzip hier an der Seite längs hinten zu dem Gamma. Wobei, der kann auch von da vorne weggemacht werden, das ist eigentlich egal. Probieren wir mal aus. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt einen übersehen haben, weil habt ihr irgendeinen schon platt gemacht von denen oder sind jetzt alle noch da gewesen? Sieht so aus, dass wir alle da wären. Okay. Den kann man auch von hier. Ja, ist okay. Ich baller von oben, oder was? Du springst quasi runter und ballerst hier hinweg, wenn wir sagen, geht los. Okay. Müssen die gleichzeitig staunen, oder was? Die müssen alle gleichzeitig, ja, nahezu. Die bauen sich ja nach kurzer Zeit so ein Schild drauf. In der Zeit müssen wir die alle weggemacht haben und dann geht die Tür auf. Okay, Rumba, komm ran hier. Wer macht Alpha? Wer macht Beta? Ich mache Alpha. Ja, du hast mir noch keinen gesagt, was ich machen soll. Ja, wir müssen diese vier wegmachen. Wir sind sechs Leute, wir brauchen. Okay. Schauen super auf Alpha. Alles klar, geht mal ein bisschen zurück, dass die Scheißtür dazugehen. Stehst du noch ganz oben? Ich, ja. Warum geht die Scheißtür nicht so? Sind jetzt alle ist ja doch einer gestorben schon. Ja, lass uns mal alle platt machen von den Dingern. Bleib du einfach oben. Okay. Wir schießen die mal kurz ab, dass mit die... Ich glaube, man muss die einmal killen, damit das resettet wird. Guardian down. Wie hast du das denn geschafft? Achso, die Dinger fliegen in die Luft, by the way. By the way, ne? Bisschen spät. Das war... Komm, ein bisschen Spaß muss mir auch können. Okay, jetzt alle wieder raus. Jetzt müsste die Tür gleich wieder zugehen. Ach ja. Was, wenn nicht? Haben wir die Arschkasse. Das sollte eigentlich resetten, wenn wir weit genug zurückgehen. Geh mal ein bisschen raus aus dem Raum, wo du da oben stehst, dass du allein hinter diese Tür wieder gehst. Jetzt. Okay, das ist das Problem, okay. Deine Tür müsste gleich oben auch mit aufgehen, dann stellst du dich halt so hin, dass der, ne? Meine ist okay. Auf. Ja, alles klar. Warte mal kurz, ich will mal kurz gucken. Ja. Jetzt scannt er auch wieder. Ja, alles gut. Im Prinzip ist das Ding jetzt wieder auf Null gesetzt. Mhm. Wir müssen mal gucken, da wo das rote Licht hinscheint, da gucken sie hin, okay? Stopp. Aus der Ecke da. Okay, warte mal, bleibt ihr mal da alle so weit stehen? Ich versuche jetzt mal zu dem da hinten hinzukommen. Okay, das war verkackt. Wir können es jetzt probieren, die Dinger wegzumachen. Ja, die haben schon ein Schild bekommen. Ah, okay, alles klar. Okay, war meine Fehler, hat mich entdeckt da hinten. Soll ich jetzt auch runter oder warten? Ja, nein, bleib oben. Chill. Okay. Ah, okay, hat sich gelohnt. Krieg ich nochmal einen Scheiß in Kram. Ich würde sagen, wir schießen die alle aus der Ecke da ab. Ist eigentlich scheißegal. Das ist einfacher, als wenn ich versuche, da rumzustechen. Jetzt warten, bis der Scheiß weggeht. Mir dieses behinderte Schild aufrecht bleiben. Hier lief auch. Da lief auch noch einer rum, deswegen. Achso, alles klar. Guardian down.
Okay. Jetzt mal so mich an der Stange. Okay, dann wieder raus, hinter die Tür. Bist du ready da oben? Ja. Go. Alles klar. Tür ist offen. Komm mal hier hin, komm zu mir. Yay. Yay! Yay! So, okay. Das war jetzt der Leitungsschlüssel. Und das war jetzt einer von drei Schlüsseln. Das war jetzt einer von drei Schlüsseln, genau. Okay. Okay. Das kann ja noch ganz schön lange dauern. Ach, es geht. Ich muss halt dieses Video gucken, bis ich die Wege aus dem Kopf wird. Das muss ja schneller gehen. Der ist durch. Was haben wir jetzt noch? Bewässerungs- und Abflussschlüssel. Triebwerk. Rohr, Leitung. Abfluss. Das war schon der. Bewässerungsschlüssel. Zeige ich jeden Scheißschlüssel von Anfang an. Ich finde das mit den Shadern sieht das eigentlich schon ganz stylisch aus, oder? Ja, jetzt vorne so zwei schwarze drauf mit dem Carbon und hinten jetzt ich hoffe, das Original. Das jetzt der auf diesen Rohren ist. Finde ich schon ganz geil. Dann wären wir nämlich gleich um die Ecke. Außer diese weiße, das weiße Tuch da am Kopf. Könnte ein bisschen anders sein. Ja, ist es quasi auch. Okay. Der Proto fehlt. Der gerade AFK? Ja, anscheinend. Proto Man, kannst du mal da weggehen? Mich vorlaufen lassen? Danke.
klar. Besser so. Okay. Ach ja, okay. Ach. Was ist das? Ja. Wenn das für euch einfacher ist, nehmt ein Schwert rein, dann könnt ihr über die Sichtweise laufen. Muss ich nochmal kurz gucken. Keiner gestorben. Ja. Bum 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 bum. Macht's ja kompliziert. Da wo der Typ gerade über die Rohre rennt, was wir gerade gemacht haben. Achso, deswegen. Okay. Ja, nochmal zurück. Oh ne, echt? Oh ja, shit, ja. Das war mein Fehler, wir müssen auf der anderen Seite raus. Nein. Na, ja, sie ist jetzt sterben sie ja doch noch. Dafür ist aber auch hier gleich die Kiste. Oh, geil, Exoman. Yay. Yeah. So, und jetzt haben wir noch den Abflussschlüssel. Ja, auch. GZ. Ja. Triebwerk, Leitung. Ich weiß gerade gar nicht, wo ihr seid. Kann ich mal kurz einer holen, ihnen das zeigen? Wo bist du? Ah, da. Oh. Komm schon, ohne Tor, Alter. Ah, so ist besser. Moment, wo bin ich? Oh, Exo. Da wirst du noch fürs Sterben belohnt. Du erstmal den ganzen Weg wieder zurück. Eine Kiste haben wir, glaube ich, noch, ne? Genau, ein Schlüssel. Schautisch. So, wir müssen jetzt Richtung Kelch, ne? Achtet auf das Kelch-Symbol, da müsst ihr hin. Da also da, wo wir hergekommen sind, oder was? Genau, genau. Okay. Wir müssen jetzt quasi erstmal wieder eine ganze Ecke bis zum Thron, soll erstmal wieder zurücklaufen. Voll die Ninjas hier, ey. Geil, ne? Bin ich da jetzt schon? Lol. Okay, soll mir recht sein. Durch Sterben habe ich das Ganze gerade überbrückt, finde ich cool. So. Ja, war das der hier?
So, wir sind jetzt von da gekommen. Hier wieder zurück. Na? Wer ist denn da gestorben? Keiner. Okay, jetzt muss ich mal kurz weitermachen. Okay, jetzt erstmal wieder hier hochspringen. So, jetzt muss ich mal hier kurz weiter gucken. Okay, ist okay, ja. Was ganz runter? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe das gerade nicht so ganz gesehen, was er da gemacht hat. Ist okay, was ist los mit euch? Hey, er direkt mit Raketenwerfer da runter, Digga, was ist mit dir los? Verwirrt, warum macht er das so? Ah, okay, alles klar, hier rein. Du mal kurz gucken, wer jetzt hier weiterläuft. Ja, hier ist eine Tür. Ja, warte. Okay, aufmachen. Einfach durch. Ach was. Ja, das ist nicht so schlimm. Wir interessieren uns gerade nicht. Ich jetzt gerade wundern, irgendwo geht's hier. Ach, da ist der Strahl, alles klar, da müssen wir hoch. Okay, jetzt konnte ich gerade nicht sehen. Ja, vielleicht machen wir erstmal die Dicken da weg oder was? So, ich glaube. Irgendwo müsste das jetzt hier in so eine Tube reingehen. Ja. Hier. Das ist die. Warte, ja. Müssen wahrscheinlich die Boss hier kaputt machen, oder nicht? Nee, das ist nicht der Schlüssel, den wir wollen. Ah.
erstmal schon mal richtig. Jetzt hier durch. Ach ja. Kann sein manchmal schon so ein bisschen nerven, Kollege, ne? Okay. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Achso, hier ist sie. So, hier müssen wir jetzt wieder gucken, wo die Roboter stehen. Dann haben wir es gleich. Einer ist hier, einer ist hier, einer ist hier, einer ist hier. Okay. So, das heißt, wir können hier raus. Wo habt ihr den ersten gerade kaputt geschossen? Ja. Hier, wo ich stehe ungefähr. Ja, das ist immer ganz schön, das nicht direkt zu machen. Was ist? Ja, um zu gucken, wo die Viecher stehen, wäre es halt ganz cool. Ja, das weiß ich, ich habe aber gerade nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich hab das irgendwas mit schön, ne? Ja. So, okay. Also hier stand er, hier stand er. Können wir eigentlich hochkommen und die direkt wegballern? Wir können auch hier, warte mal, ja, können wir auch. Dann machen wir das so, probieren wir das mal aus. Okay. Warte kurz. Okay. Ja, ich hab einen. Und go. Alle erwischt? Ja. Mhm. Okay. Jetzt hier, das hier. Ah, hier. Alles klar. So nice. Noch ein Exo. Oh mein Gott. Okay, Leute, das war's. Das waren jetzt alle Schlüssel, die wir haben. Jetzt mal den Turm, oder? Genau, da bringe ich uns jetzt nochmal schnell hin. Oh nein. Sexy. Dann habt ihr jetzt Benedikt freigeschaltet. Ich hätte jetzt auch keine Engramme mehr mitnehmen können, ich bin voll. Ja, was du nicht mitnehmen kannst, landet in der Post. Das ist nicht so schlimm. Ich will nicht wissen, was da jetzt alles noch drin ist in der Post. Lass dich überraschen. Ich hab die Gier jetzt bei dem Händler. Vor allem ja, die ganzen Engramme kannst du. Das Gier, was du bei ihm kriegst, kriegst du auf deinem jetzigen Item-Level. Ah, das ist also gut, das ist okay. Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch gerechtfertigt. So, und ihr habt jetzt, ich glaube, wir müssten jetzt bei uns im Clan das Raid-Engramm freigeschaltet haben. Das haben wir auch. Ja. Auch oh, das. Wir auch. Auch das nee, haben wir nicht. Nee, ihr müsst mindestens die Hälfte des Einsatztruppes für den Raid muss aus Clan-Mitgliedern bestehen. Puh, Alter. Das bekommen wir jetzt nochmal extra so ein Ding, oder was? Also ich hab das Raid-Ding fertig. Das Raid-Engramm? Hm. Das im Clan? Hm. Kannst du gar nicht. Ich kann aber zu Hawthorne gehen und mir meine Belohnung abholen. Bei Raid-Engramm müsst ihr jetzt... Nee, dieser blaue Punkt, aber Hawthorne ist nicht Hawthorne, das ist Benedikt. Ah, du Opfer. Der steht da nämlich auf der Ecke. Wenn du wissen willst im Clan, dann musst du halt auf die Clan-Seite gehen, hier im Interface. Mhm. Und dann siehst du, was, ob da ein Haken ist. Also, das ist wo gibt's das Raid-Engramm? Dann bei Hawthorne. Wow. Wenn du es freigeschaltet hast für den Clan. Okay. Ja, Leute, das war der Raid komplett. Eigentlich nicht so schlimm. Nee.
Die Gruppe hat auch gut funktioniert, hat Spaß gemacht, also mit euch gerne wieder. Boah. Nice. Ging zügig. Wann haben wir gestern angefangen? Um 19 Uhr ungefähr? Ja, halb acht ungefähr. Dann haben wir um 11 aufgehört, ne? Ja. So, das waren dann irgendwie 5 Stunden insgesamt. Ja, fürs erste Mal. Aber es ist eben auch danke an dich fürs Erklären und so. Das war sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Gerne wieder. Oh, das jetzt nicht jedes Mal neuen Randschiff, weil dann müsst ihr das erklären. Ja. Na gut, wenn es die meisten wissen, ist es ja fast noch einfacher dann. Ja, wenn es noch einem erklären muss, dann kannst du noch durchschleifen irgendwie. Genau. Ich gehe jetzt erstmal zu Benedikt, gucken, was der so hat. Da lohnt es sich ja eher jetzt, die Exotics mal aufzumachen und Skin zu pushen. Dementsprechend hat Benedikt höher, ne? Wenn du das hast, ja. Kannst du machen. Der Bandwagen. Oh, Zerstörungskomplex, endlich habe ich die Arme, sehr schön. Und dann mal Titanarme und nochmal Zerstörungskomplex, sehr schön. Das heißt, ich kann die jetzt rein. Ah, ist das geil, jetzt habe ich das Set komplett so gut wie ein bisschen gemixt, aber das ist okay. Was ein Crap, Mann. Ich bekomme immer die gleichen Exotics, ne? Immer. Ich habe schon dreimal die Hände gezogen. Naja, das passiert einfach. Das ist also witzlos. Ich gehe jetzt mal zum Benedikt. Und 304er Impulsgewehr, ne? Gravitationslanze habe ich bekommen. Die ist doch gut. Also die geht. Der kann man spielen. So, dann gehe ich jetzt mal zu Benedikt. Im Prinzip, wenn ihr bei Hawthorne, nee, wenn ihr bei Ikora einfach weiter geradeaus geht, das hier so ein kleines Gatter und dann geht das hier rechts runter und dann ist Benedikt da unten am Fegen. Das ist relativ leicht zu finden. Ist der Nachtscharten gut? Kann man den pushen? Das ist ein Pulsgewehr. Schon noch. Geht so. So, hässliche Rüstungsteile bekommen. Ja, nice. Ja, der schnellere wird es besser. Der ist wohl besser. Wenn du Impuls spielen willst, für PvP oder so, Tannengrün ist okay, die ist OP. Das heißt OP, aber die hat halt eine wahnsinnig schnelle Feuerrate. Mhm. Ganz gut. Ich habe jetzt auch den Raketenwerfer bekommen. Ich habe Königsansprache bekommen. Was ist das denn nochmal? Energiewaffe? Das müsste das Impulsgewehr sein. Ja, 297. Ja, schön. Hat Spaß gemacht, war echt gut. Ja. Aber das ist richtig, du kriegst jetzt praktisch keine Waffen oder irgendwas so aus dem Raid mehr, sondern nur noch über diese Nein, du kannst im Raid an sich kriegst du zweimal Loot, habt ihr gemerkt. Und da kann alles droppen. Da kann eine Waffe droppen, da kann ein Rüstungsteil droppen. Und für die Token, da kann auch alles droppen. Es kann auch ohne Scheiß, es kann echt vorkommen, dass du, sagen wir mal, für den Warlock zweimal im Raid den Armreifen bekommst, dann gibst du die Token ab, bekommst den Scheiß noch zweimal. Okay. Das kann durchaus passieren. Also das ist einfach echt random, Abfuck, Scheiße, also... Wie komme ich denn zu euch darunter? Du gehst Richtung Ikora und wenn du bei Ikora stehst, wenn du auf sie raufguckst, gehst du rechts und dann geht's da gleich die Treppe runter und da steht der kleine Roboter am Fegen. Das ist nämlich der Roboter des Imperators. Das ist ganz lustig. Der hier bei uns im Turm, warum auch immer, am Fegen ist. Ist das der auch beim Angriff gefegt hat noch? Weiß ich gerade nicht. Ich glaube nicht, dass das der gleiche war, aber das wäre lustig auf jeden Fall gewesen. Er hätte ja auch diese Melodie da gepfiffen und so. Ja. Jetzt haben wir nochmal die Brust in schlechter bekommen und nochmal Schuhe. Ja, gut.
Also die Raid-Rüstung werde ich mit dem Teil nicht tragen. Ich infundiere das alles. Habe jetzt eine Mischung aus Zerstörungskomplex und wie Phoenix Twist Typ 2, weil das im Endeffekt vom Design her die gleichen Rüstungen sind. Passt das eigentlich? So wie sie jetzt hier rumsteht, gefällt sie mir eigentlich ganz gut. Also mit meinem Char, was das erstmal angeht, bin ich erstmal durch. Geist Primus, auch nicht schlecht. Die ist top, Alter. Die ist echt top. Nein, also für mich ist es das beste Automatikgewehr. Also ich habe sie auf der PS4 gespielt. Also im PvE, im PvP würde ich sie nicht nutzen, aber im PvE ist das Hammer, das Ding. Weil erstens, umso länger du schießt, umso präziser wird sie. Und die letzten Schüsse des Magazins verursachen erhöhten Schaden. Das Ding ist richtig gut. Auf die hätte ich jetzt eigentlich auch gehofft, aber ich habe leider Pech gehabt. Naja, gut, Schlagkraft ist ein bisschen wenig, ne? Macht nichts, Alter, das gleicht sie aus. Die rasiert. Und der Scheiß, für PvE ist die top, Alter. Im PvP würde ich sie auch nicht benutzen. Also dann nehme ich da lieber irgendwie eine, keine Ahnung, Ursprungsgeschichte, eine Mida oder so und dann mit Uriels Gift im Energieslot. Damit bist du eigentlich gut ausgerüstet. So. Und je nachdem, was du dann lieber spielst, Schwert oder Raketenwerfer halt für PvP. Aber im PvE ist das Ding top. Richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Tri-Crest, okay. Gab's da jetzt nicht noch einen Meilenstein vom Raid? Ich glaube, das ist dieses erste Engramm, keine Ahnung, also auch selbst auf PS4 habe ich nie für diesen Meilenstein irgendwas bekommen. Ich konnte nirgendwo hingehen. Ich weiß nicht, was das ist. Weiß eigentlich keiner so genau. Das wird zwar angezeigt, aber ich denke einfach, mit dieser mächtigen Belohnung meinen sie einfach den Loot, den du aus dem Raid kassieren kannst. Okay. Ich denke einfach, dass es das ist. Also du wirst da, denkst, kriegst da keinen extra Engramm oder so einen Schickstein. Ja, schön. Zeitig ist es auch noch nicht so spät. Einer von den Warlocks die Rüstung bekommen, also die Brust. Welche? Die Brust für die Warlocks hat die einer bekommen. Ja, hab die bekommen. Die ist Hammer, oder? Die ist richtig so geil. Arumba hat sie auch, sehr schön. Ich finde die Warlock-Rüstung komplett ist das geilste im ganzen Spiel. Gefällt mir nicht so gut und Jäger mit einem vernünftigen Shader kann man die eigentlich auch tragen. Der Kopf sieht ein bisschen komisch aus, aber ansonsten ist das okay. Die du vom Red bekommst? Ja, ja. Die Jäger auch so. Ist ein bisschen strange. Und die vom Titan, Alter, das ist einfach so Running Man, keine Ahnung. Ist einfach nicht. Den Umhang finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Warte mal, ich Gold, Schwarz, Weiß. Komm mal gleich vorbei, guck mal an, ich habe da was Schönes hergezaubert. Ich hab nämlich die Schulter und die Brust bekommen. Ja, mein Titan topst du nicht. Der sieht Hammer aus gerade. Gefällt mir richtig gut. Auch mit dem Shader. Ja, Geschmackssache, ne? Ja, ja. Dein Shader ja, ist ein bisschen. Den Helm finde ich natürlich nice, Alter. Den will ich auch gerne haben. Ja, ja, für. Aber generell auch Arme, Schulter und. Also die Arme sind nice und. So wie der Titan jetzt. Ja, gut, den Umhang hast. Also das Tarnzeichen hast du das gleiche. Du wirst nachher sehen, dass das Ganze komisch aussieht, wenn du Helm und Hose auch noch dazu hast. Also mir gefällt's nicht. Wenn's dir gefällt, ist cool. Ich find's einfach nicht so. Die ist gut, die ist gut. Die ist groß, die ist. Ja, schön. Ach ja. So, das nächste Mal machen wir ihn 90 Minuten.
Also es gibt Leute, die haben das ganze Ding irgendwie in 45 Minuten fast durchgespielt. Jetzt ohne die Kisten, einfach nur die Prüfung machen. Ratzfatz. Ist das Verschwörer-Ding auch da davon? Ja, Verschwörer ist aus dem Simulator. Die habe ich auch, die ist schön. Spielt sich ganz gut. Für PvE ist die super. Hat Automatikschuss. Das heißt, du kannst gedrückt halten und draufhalten. Das ist ganz cool. Das ist die. Ja, genau. Aber die ist halt, die Schlagkraft ist jetzt nicht so hoch wie bei der Mida zum Beispiel. Oder, naja, eigentlich fast ist sie gleich. Aber also PvE, PvP bin ich, ist das jetzt nicht so mein Ding. Du kannst jetzt hier auch den Perk reinhauen, dass du das Magazin quasi überlädst, also höheres Magazin nachher hast, wenn du halt viele Kills hintereinander machst. So, aber das ist halt, keine Ahnung. Ist jetzt nichts, was ich sage, brauche ich. Ich würde den verlängerten Lauf nämlich, glaube ich. Ja, bisschen weniger stabil, dafür aber ein bisschen mehr Reichweite. Und dann spiele ich sie eigentlich so. Das ist jetzt nochmal ein ETZ. Lass knacken. Ich hab die Quest bekommen. Erledige den Waffenhändler. Ja, vergiss es, Alter. Das kannst du mit Power Level 300 probieren. Das ist Prestige. Das ist eine Prestige-Dämmerung. Wenn du das Ding dann geschafft hast, dann kriegst du die Exoschrotflinte. Und wenn du die dann geschafft hast, dann geht die Questreihe noch weiter. Dann musst du mit der bestimmte Aufgaben erfüllen und so, damit sie sich dann verbessern. Also den Waffenhändler habe ich selber auch noch nicht gemacht. Okay. Da muss man halt gucken. So. Also das ist echt so ein Ding mit Prisma aktiv, irgendwie durch Ringe spielen, springen, um Zeit reinzukriegen und dann den Waffenhändler durchballern. Das Ding ist echt knackig. Aber da werde ich so schnell auch noch nicht beigehen. Da warte ich, bis die Kleine hier 305 ist oder am liebsten mit dem Warlock mal gucken. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich noch mit dem Warlock ein Raid diese Woche finde. Mal sehen. Ja, wenn nicht, kann ich dann auch versuchen, mit dem anderen Onkel dann auch noch zu machen. Ey, klar. Ja. Sicher. Samstag, Sonntag können wir das probieren. So. Ja. Ist auch gut, dass wir das heute noch irgendwie hingekriegt haben, weil morgen hätte ich sogar keine Zeit gehabt. Ja, dann ist doch nice. Hat sich für alle gelohnt. Ja. Jo. Welche? Sehr schön. Oh, wir haben auch nicht mehr viel zu klaren Level 3. Das ist gar nicht schlecht. Das geht ein bisschen flott, oder? Ja. Na, dafür, dass das Ding alle paar Monate resettet wird, wie Marc gestern erzählt hat. So. Alle drei wahrscheinlich. Immer zur neuen Season. Ja. So ein Quatsch. Nee, ich denke mal, dass ich das dann es gibt auf dieses Wex-DLC anpasse. Ja, genau. Es gibt andere Perks dann nämlich. Genau das. Weil jetzt sind ja eben Kabal und dann wird es eben weg sein oder halt was dann aktiv oder aktuell ist. Das heißt, immer wenn DLC rauskommt, wird das geändert, das Ding. Ja. Wenn die dann sagen, also dann wollen die alle drei Monate den DLC raushauen, das wäre natürlich krass. Tja. Mit einer eingespielten Truppe brauchst du, was ich, vielleicht einen Monat, um alles zu clearen, so die Charaktere hochzupushen. Dann hast du 2 Monate wieder ein bisschen Ruhe für irgendwelchen anderen Scheiß, dann kommt wieder ein DLC raus. Ich finde es sehr interessant auch, dass sie das normale Level erhöhen diesmal auch. Ach, das auch? Diesmal ja, auch? Okay. 5 Level normal, also auf 25 plus Lichtlevel auf 330. Ach, die können auch ruhig nochmal gerne einen neuen Fokus einführen. Jo. Scheiße, the floor is lava. Ja, lass knacken. So, ich habe die anderen beiden jetzt auch mal endlich eingeladen hier in den Clan, also angenommen. Kannst du den Discord dann schicken? Welchen meinst du denn? Die? Ja, genau, die zwei von dir. Meine App geht jetzt endlich wieder. Der eine ist auf Nachtschicht und der andere, der ist schon off. Jo, wie gesagt, schickst einfach den Link, dass sie hier Zugriff haben, dann kann ich die App. Discord. Genau. Kannst du einfach, ja. Weißt du wie, ne? Klar. In Gilde eingeladen hast du, oder? Ja. Also eingeladen, also die haben mir angefragt und ich habe es jetzt gerade angenommen, weil die App ging die ganze Zeit nicht. Super, ne, klasse, nice. Achso, ja eben, und wenn ihr sonst irgendwie, ich habe jetzt unten noch die Channels gemacht praktisch, ich habe heute noch mal ein bisschen umgeändert,
Also eben Spielersuche könnt ihr ja sonst reinschreiben, einfach wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, für Trials oder Meilensteine, wie auch immer, dann ist es ein bisschen übersichtlicher. Und eben sonst für die Raid-Dinger oder so, am besten, keine Ahnung, ich habe mal halt wie gesagt diesen Abstimmungsdings gemacht, vielleicht können wir irgendwie zwei feste Raid-Tage machen, ist glaube ich am sinnvollsten, oder? Das wird bei mir nicht klappen. Sobald ich wieder Urlaub vorbei ist, habe ich 12 Stunden Nachtschicht. Und okay. Das unregelmäßigen Dienstplan. Jo, wir können ja vielleicht trotzdem irgendwie einen Tag festmachen, vielleicht nach Möglichkeit, den Rest dann irgendwie variabel gestalten oder so, oder? Da halte ich mich raus, das ist dein Ding. Also ich kann nur variabel laufen, ich kann nicht auf nichts festlegen. Das geht bei mir nicht. Okay. Aber das ist ja Latte. Ich meine, du wirst ja irgendwann mehr als 12 Leute da drin haben. Also es werden sich immer Grüppchen finden. Wir können ja gucken einfach, wo die meisten vielleicht können. Ich habe einfach mal komplett einfach die Woche eingetragen. Jeder kann so praktisch seine Haken da machen, wo es für ihn am besten passt. Und dann kann man ja sehen. Und sonst, am besten ist es halt, ich hätte es jetzt so gemacht, ich lösche die ganzen Einträge auch dann wieder, dass man halt praktisch oben immer das aktuelle Datum hat. Wenn man sagt, irgendwie, keine Ahnung, hat jemand Bock am Mittwoch 19 Uhr. Und die dann halt reinschreiben praktisch, die add ich da in die Liste und lösche die Beiträge raus. Das heißt, du hast immer eine aktuelle Liste dann. Das ist, glaube ich, recht übersichtlich, oder? Ja. Okay. Und wie gesagt, die Dings am besten halt fürs Handy oder so, dann kannst du da zwischendurch gucken, dann musst du nicht immer im Rechner sein auch so. Weil ich gucke halt auch zwischendurch dann immer mal wieder rein. Dann ist es, braucht man halt diese WhatsApp-Gruppen nicht, weil ich finde es extrem unübersichtlich von damals noch. Also ich bin nicht so der Fan davon. Dein Clan, deine Entscheidung. Ja, wir können das, also wie gesagt, wir können ja sonst, wenn ihr wollt, eine Chatgruppe machen oder sowas, dann aber so für Terminabsprache oder allgemein, so würde ich halt schon hier bevorzugen. Ach, wenn die Leute da kein Problem haben, sich Discord runterzuziehen aufs Handy, dann ist das Thema ja durch. Jo, also. Passt dann schon. Der Mutrix, ein wunderschön. Du kommst immer, wenn ich gerade aufhöre, wir sind gerade durch mit dem Raid. Aber du kannst dir vielleicht sonst in der Wiederholung nochmal angucken. Wir werden aber vielleicht, also diese Woche werde ich noch so ein bisschen zocken, wenn du zuschauen möchtest und den Raid vielleicht nochmal am Wochenende. Ich schau mal. Ich bin erstmal raus. Danke auf jeden Fall fürs Reinschauen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich muss irgendwie Glimmer farmen. Das gibt's nicht.